Dankeschön fürs Einschalten auch in dieses Video. Ich bin Patrick Strohbach. Wir klären heute, ist das die Lösung für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland? Und ich hätte die Studienlage nicht so vehement eingeschätzt diesbezüglich. Und es ist ja auch schon wirklich Punkt Nummer 1, dass diese Menschen, du ja auch gerade einschaltest in dieses Video, weil du vielleicht nicht einer von denen sein möchtest, die auch eben in dieser Zahl 331.000, ja, drinstehen willst, als einer, der unter dieser Todesursache Nummer 1 gestorben ist, irgendjemand. Und das willst du nicht. Und deshalb schaltest du auch ein. Und das ist auch gut so. Und deshalb bildest du dich auch einfach weiter und deshalb bist du ein geiler Typ. Ganz einfach. Und man muss sich Folgendes vor Augen führen. 331.000 Tote jedes Jahr. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs deutlich darunter und Atemwegserkrankungen sogar noch fünfmal weniger. Ja? So, um das ganze Diagramm mal hier zu zeigen, das sieht dann so aus. Ja? Dieser Kuchen. Wie groß ist dieser Kuchen? Will man dazugehören? Nein. Und deshalb spreche ich mich hier nochmal aus. Die Regierung bringt uns wirklich so ein Absens von Gedankenkraft entgegen. Ja? Also wirklich Absens, ja, wirklich. Dass man Dinge verbietet wie Sport, ja, oder wie Saunagänge, ja, die ganz klar gegen immer noch die Todesursache Nummer 1 ganz klar wirken, verbieten, ja. Und das finde ich schrecklich, muss ich ganz klar sagen, ja. Ich werde euch hier jetzt einige Zahlen zeigen, was sicherlich in der Schulmedizin so keinen Anklang findet und auch kein Kardiologe euch jemals erzählen wird, ja. Bevor ich anfange, ganz wichtig, folgt mir unbedingt auf Instagram. Macht euch einen Instagram-Kanal, dauert eine Minute, folgt mir jeden Tag. Ich zeige euch immer, was ich esse, ich zeige euch, dieses Video ist schon lange auf Instagram hier online gewesen, in Kurzform, ganz einfach erklärt. Folgt mir da unbedingt, ja. Drückt auf Pause, folgt mir mal eben. Wir sehen hier in der Meta-Analyse 1444 Studien und davon 144 als vergleichbar erschienen. Und dann wurden nochmal 9, ja, nochmal runtergebrochen, von diesen 1444 auf 9 runtergebrochen bezüglich kardiovaskuläres Risiko und Saunabaden bzw. Wärmeexposition. Ja, wenn man keine Sauna zu Hause hat, nicht gleich abschalten, sondern man kann auch diese Hitzeexposition erfahren, indem man sehr heiße Bäder zum Beispiel nimmt. Ja, so. Die Konklusion der Wissenschaftler, das Infrarot-Saunabaden wurde mit einer kurzfristigen Verbesserung der Herzfunktion in Verbindung gebracht. Das geht aber noch besser. Wir sehen das Ganze einmal hier. Einige Bereiche waren dann dementsprechend messbar, ja, und manche waren dann sogar statistisch signifikant. In einer anderen Meta-Analyse vom Februar 2020, wo Menschen mehrfach die Woche, hier in den Studien, so circa 15 Minuten am Tag, das war so ungefähr der Durchschnitt, ja, Saunabäder genossen haben, kam es zu enormen Ergebnissen. Die Wärmetherapie senkte sowohl den systolischen Blutdruck als auch den diastolischen Blutdruck um, ja, dementsprechend bei 431 Probanden aus 15 Studien um 3,1% bzw. 5,31%. Und das ist schon enorm. Des Weiteren Verringerung des Herz-Brust-Verhältnisses. 8 Studien berichteten über einen durchschnittlichen Rückgang der CTR, ja, das ist ca. um 5,5%. Bei 347 Patienten, CTR ist das Verhältnis, ja, von der Herzbreite, blende ich hier mal kurz ein, und der Thoraxbreite, was mittlerweile als gängiges, ja, quasi als Indikator, ja, für Vorbelastungen von kardiovaskulären Problemen bzw. als Risikofaktor, ja, in der Medizin bestätigt worden ist, ja, sehen wir hier positiv beeinflusst ebenfalls und vor allen Dingen auch Verbesserung des Markers, ja, für oxidativen Stress im Blutplasma, ja, das natriuretische Peptid im Gehirn, BNB, ja, ging bei 303 Patienten, ja, aus 9 Studien signifikant zurück ebenfalls. Ja. So, mittlerer Unterschied, 14,8 Pikogramm pro Deziliter. Doch das Wichtigste, Verbesserung der Lebensqualität. Bei 65 Patienten reduzierte die Wärmetherapie den Herztod und die Rehospitalisierungsrate um 31,3%. Ja. Doch wie oft sollte man jetzt eigentlich dieses Saunabaden denn auch machen? In einer Publikation, 2315 Männer im Durchschnitt über 27 Jahre wurden diese begleitet und die Gruppen wurden aufgeteilt, je nach Frequentierung, wie oft diese Menschen Saunabäder genossen haben. Ja? Also einmal, zweimal, dreimal und dann halt 4 bis 7 Mal oder sowas, die Woche sogar. Ne? So. Die Konklusion war, häufigeres Saunabaden steht in Verbindung mit einem geringeren Risiko für plötzlichen Herztod, koronare Herzkrankheiten, kardiovaskuläre Herzerkrankungen und der Gesamtmortalität. Weitere Studien sind erforderlich, um den potenziellen Mechanismus zu ermitteln.
wie das Ganze vonstatten geht. Ja? Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu. Das habe ich für euch schon vorbereitet. Wir sehen das hier schön nochmal in den Abbildungen. Und wir sehen, dass 4 bis 7 Mal, ja, die beiden unteren sehen wir schwarz, ja, dass diese beiden eben am meisten verringertes Risiko für Herztod aufwiesen. Ja. Wir sehen hier den geringsten Graphen, ja, bei den Menschen, bei den 4 bis 7ern, die am häufigsten in die Sauna gegangen sind. So. Und das Ganze sehen wir hier auch nochmal in Zahlen abgebildet und wir sehen das Ganze auch wieder hier mit einer statistischen Signifikanz. Ja. Also hier habt ihr die Antwort, wie oft, so oft anscheinend, wie es nur geht, desto besser halt einfach. Ja. So. Doch wie ist es für Menschen, die Herzprobleme haben, Herzversagen, Bluthochdruck, ja, oder plötzlich Tod quasi in der Sauna? Wie oft findet das statt? Und dazu gibt es auch Zahlen, das sehen wir hier. Und nur ca. 1,7% ja, davon, ja, Verbindung mit Todesfällen, ja, sind um den Zeitraum 24 Stunden mit Saunagängen in Verbindung zu bringen. Also sehr, sehr gering halt einfach. Doch was ist die Biochemie dahinter? Als allererstes müssen wir verstehen, wie passiert das? Also normal, wenn du dich schlecht ernährst, ja, so viel Stress hast, schlechte Lebensmittel wählst, ja, so, dann kommt es irgendwann zur Arterium-Verkalkung, Anführungsstrichen, das ist kein richtiger Kalk, ja, aber Calcium lagert sich unter anderem an. Das Entscheidende ist das, die Arterien werden kleiner bzw. weniger durchlässig, ja, weil sich immer mehr Ablagerung, Plaques quasi dort addiert haben. Das heißt, das Herz muss jetzt mehr pumpen, stärker pumpen, um die gleiche Blutmenge noch durch diese dünnen, jetzt immer dünner werdenden, ablagernden, Plaque beinhaltenden Arterien quasi noch durchzupumpen. Das heißt, das Herz wird automatisch krank, denn es muss chronisch mehr leisten. Dadurch wird das Herz nach innen verdickt und dadurch wird das Volumen im Herzen immer kleiner, weil die Wände immer dicker werden. Anders bei Sport, da werden die Wände nach außen hin dicker und das Herz wird einfach stärker. Okay, das ist ein ganz großer Unterschied. So, bei einer Kälteexposition passiert ungefähr genau das, aber halt nicht chronisch, sondern nur ganz kurzfristig eine Trainingseinheit für das Herz. Also, da passiert genau das Gleiche. Kälte zieht die Moleküle dementsprechend zusammen. Ja? Das Herz muss schneller pumpen, um die gleiche Menge noch Sauerstoff durch den Körper zu transportieren und Wärme vor allen Dingen auch, damit deine Zellen genügend Sauerstoff bekommen, um diese Kälte wieder auszugleichen, indem es mehr Wärme produziert wird in die Kraftwerke der Zelle. ATP wird generiert. Das Entscheidende ist aber das. Auch bei Wärme passiert das Gleiche. Denn bei Wärme werden die Arterien breiter, 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 breiter. Jetzt muss das Herz zwar nicht mehr so viel pumpen, so stark pumpen, aber das Herz muss trotzdem pumpen und arbeiten, denn nur weil die Arterien weit sind, heißt das nicht, dass das Blut auch in die kleinsten Kapillare, zum Beispiel hier an den Fingerspitzen, rankommt, denn dafür ist Druck notwendig. Der Druck lässt aber nach, wenn die Arterien immer breiter werden. Das heißt, das Herz muss trotzdem stärker schlagen in der Zeit. So, und das Schöne, was beobachtet worden ist, dass ebenfalls, ja, der Blutdruck steigt an. Und wir sehen hier, dass der Blutdruck trotzdem steigt, also auch bei Kälte und auch bei Wärme. So, was man aber auch sieht, ist, sehen wir hier in der Studie, dass ein Saunagang von ca. 15 Minuten auch gleichzeitig mit der Frequenz, Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter gleichzusetzen ist mit einer Trainingseinheit von 60 bis 100 Watt, ja, für den Menschen. Das heißt, wir sehen hier, Saunagänge ist Training, ist wie Sport, ist Sport auf die angenehmste und smootheste Weise für dein Herz. Und daher kommen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, diese unfassbar tollen Eigenschaften fürs Herz. Das war's mit dem Video. Die Frage ist, wie oft sollte man Saunabäder genießen? Man muss sich daran tasten, ja. Regeneration ist auch sehr, sehr wichtig. Aber je öfter man es trainiert, je besser man reinkommt, desto öfter kann man gehen und desto, sehen wir auch vorhin in der Studie, desto besser kann es sich auf deine Gesundheit auswirken. Von daher sind Saunabäder absolut sehr zu empfehlen, beziehungsweise eine Wärmeexposition. Die kann durch verschiedenste Art und Weisen quasi genossen werden. Schaut euch sehr gerne auch mein Fieber-Video an, was ich vor kurzem hochgeladen habe, ebenfalls sehr, sehr wichtig. Danke fürs Zusehen. Auf purazell.de könnt ihr mich bei einer kostenlosen Arbeit unterstützen. Bis gleich auf purazell.de, da findet ihr sicherlich sehr, sehr viele tolle Sachen.